Das Wetter ist phänomenal. Das Moped ist bepackt. Genau dafür, dass es eigentlich geheißen hat, es soll regnen und es soll scheußlich vom Wetter her werden, haben wir echt ein Traumglück. Deshalb, jetzt ist angesagt, Anreise Österreich, Durchreise Slowenien, Ankunft Kroatien. Und wir freuen uns riesig drauf. Unendlich viele Papierwisch ausgedruckt, um unsere Einreisen überall ordnungsgemäß anzumelden. Jetzt haben wir noch zwei Tests. Einen schnellen Antigen-Test für sofort und einen PCR-Test für die Einreise in Kroatien innerhalb von 48 Stunden. Ziemlich mühsam, aber in jedem Fall wert. Und deshalb, wenn wir hier schon so ein geiles Omen haben und das Wetter so traumhaft ist, dann wird das auf dem Weg und auf der Reise bestimmt mindestens gleich gut bleiben. Deshalb, ich freue mich, dass ihr mitkommt. Bis bald. Oh yeah! Wir haben es über die Grenze geschafft. Tatsächlich beides kontrolliert worden, sowohl der negative Test als auch unsere Einreisebescheinigung. Und ja, hier eine schöne Burg. Sind gerade auf der ersten Raststation runter durchs Ennstal und müssen uns ja auch nicht in Quarantäne aufhalten, weil wir ja unseren Familienbesuch hier in der Steiermark durchführen. Dementsprechend, ich glaube, das wäre doch das längste Review des Motorrads, das es vielleicht im Internet bisher gibt. Erster Punkt, der mir aufgefallen ist. Erstens, es ist ja ein Reisemotorrad und die BMW hat einen Tempomat bis 190 gehabt. Und hier habe ich nur einen Tempomat bis 160. Soweit ich im Manual gelesen habe, geht er bis 180 eigentlich. Ich habe mal das Manual als PDF auch mitgenommen, um das on the road mal zu checken. Also erster Punkt, Tempomat. Zweiter Punkt, die Knopfposition. Und zwar die Knopfposition, sowas wie die Lenkradheizung. Das ist für mich auf jeden Fall zu weit weg. Also man kann das eigentlich nur anständig bedienen, wenn man auch im aktiven Tempomat ist. Weil sonst eigentlich kann man nicht gleich das Gas halten und trotzdem die Lenkheizung einschalten. Bei der BMW ist das auch ohne Stress gegangen. Man hat hier so die Hand, man gibt Gas. Und dann ist dort der Knopf. Also ja, das ist mit Handschuh da auch noch rüber. Also ja, irgendwie geht's, aber jetzt stehen wir auch gerade. Also beim Fahren ist das äußerst stressig. Genau. Also Nummer 2, die Lenkradheizung. Und Nummer 3 war... Ja, das Windschild ist zwar geil und entspannt auf jeden Fall damit zu fahren, aber wenn es regnet, hast du deshalb keinen Scheibenwischer mehr, weil der Fahrtwind ab 150 halt einfach so dein Visier sauber macht. Und deshalb, genau, das war eigentlich Punkt 3. Und noch ein kleines Update, by the way, wir haben jetzt auch Speichenräder. Ich glaube, das wisst ihr noch gar nicht. Sieht doch mega sexy aus. Ist beim letzten Service noch dazugekommen. Dementsprechend, also jetzt auf dem Weg Richtung Steiermark und dann ja, mal 3 Tage mit der Familie verbringen. Yeah, wir gönnen uns hier gerade eine Pause. Wir fahren richtig gemütlich diesmal und können extra viel von der Landschaft genießen. Deshalb hier Hammer-Eindrücke im Tal, gerade im Ennstal. Und ja, sag was, Schnitzi. Fast langweilig fahren wir, so gemütlich. Das habe ich mir wirklich auch gedacht. Aber wir versuchen es. Wir geben uns Mühe. Wir wollen chillen. Wir wollen mit dem neuen Adventure-Bike die Natur genießen. Aber ja, für uns ist das 50 km/h zu langsam. Fast zu gemütlich. Mein Popo rutscht nicht ab. Du machst keine Willis.
ich muss mich nicht so festhalten, als ob ich jetzt wegfliege. Fast langweilig. Fast langweilig. Nennt sich Reisen. Mhm. Yay! Auf neumoderne, altmodische Art vielleicht. Und eine kleine Sache noch. Manchmal hat man den Anschein, der Joystick funktioniert nicht richtig. Aber das liegt nur daran, weil man gerade in einem Untermenü ist, wie zum Beispiel im Musik hören Menü. Dann möchte man den Modus wechseln von Touring auf Sport zum Beispiel. Dann tut aber der Moduswechselknopf nichts. Also ich habe zuerst immer gedacht, es gibt ein Problem und es funktioniert nicht richtig. Weil für mich hat das Musiksteuermenü nichts zu tun mit dem anderen separaten Knopf, wo ich jetzt schnell einfach in den Sportmodus wechseln will. Aber ja, muss man wissen. Wenn man es weiß, kein Problem. Aber eigentlich glaube ich nicht notwendig. Wer ist die coolste Motorradfahrerin der Welt? Da kommt ein Auto. Juhu. Sich das. Und zwar ein kleines Update meinerseits. Wir sind im Herzen der Steiermark angekommen. Hier das nördliche Murmürztal hinter uns. Und genau, morgen geht es bei uns weiter. Hier jetzt über Slowenien nach Kroatien. Genau, wir müssen die Grenze bis 12 Uhr mittags passieren. Quasi so zu dieser Zeit wurde unser Test abgenommen, vor dann knapp 48 Stunden. Und dann haben wir es hoffentlich geschafft und morgen gegen Mittag sind wir hoffentlich in Kroatien. Perfekt. Soweit gibt es dann noch keinen detaillierteren Plan. Die Updates folgen dann. Ein kleines Feedback zum Review. Und so, was ich letztens vergessen hatte, noch ab 160 km/h ungefähr spürt man so eine leichte Schwingung auf dem Vorderrad. Also ja, nicht so ultimativ pompenstabil. Aber vielleicht die Koffer nicht ganz ideal gepackt oder. Ja, nicht schlimm, dass man sich denkt, Sorge, aber wenn man sensibel ist, kann man es wahrnehmen. Und was ganz lustig ist, was mir noch aufgefallen ist, die Tankanzeige, sagen wir, von BMW war ich scheinbar verwöhnt, die hat auf jeden Fall meinen Fahrstil irgendwie studiert, erkannt und hat quasi einfach konstant eine solide Restreichweite angegeben. Hier kannst du echt sagen, wenn du kurz vorm Gas gehst, hast du 20 km mehr Reichweite. Wenn du einmal voll durchziehst, hast du 40 km weniger Reichweite. Finde ich wirklich sehr lustig. Kannte ich so nicht und im Nachhinein weiß man dann, wie verwendet man war. Ich denke nicht, dass das in irgendeiner Weise noch gefixt wird. Möglich natürlich durch ein Software-Update, aber vorerst mal nicht. Genau. Apropos Software-Update. Ich habe jetzt auch ein Software-Update bekommen bezüglich der Nebelscheinwerfer. Da war scheinbar noch das Lichtpaket nicht installiert. Ducati Connect hat im ersten Versuch wieder mal nicht funktioniert. Bedeutet nichts. Ich denke auch nicht, dass es jetzt deutlich besser ist. Ich glaube, hier ist wirklich einfach die App schlecht. Aber genau. Lichtpaket. Ich habe jetzt Nebelscheinwerfer. Geil. Können wir uns gleich anschauen. Immer wieder geil, dieses Splash-Screen zu sehen. Und ja, zur Lichtautomatik kann man jetzt mit Long Press auf diesen Knopf. Mit Long Press auf den manuellen Licht-Ein-Aus-Knopf, wo man auch hier drunter sieht, Nebelscheinwerfer. Genau, betätigen wir. Dann erscheint hier am Armaturenbrett auch hier sichtlich das neue Icon für die Nebelscheinwerfer. Und dann, let the magic happen. Oh yeah. Geil. Sagen wir, ein großer Teil des Spiels hier auf dem Motorrad ist doch sehen und gesehen werden. Deshalb habe ich sie auch gekauft. Ich glaube, kann auf keinen Fall schaden, wenn man mit dieser Optik dann über die Straße kommt.
damit man einfach besser gesehen wird. Cool, genau. Dementsprechend das Schmuckstück weiter gepimpt, weiter ready on the road, weiter hier ein bisschen Offroad geparkt. Und ja, ich und wir freuen uns riesig auf die nächsten Kilometer dann. Richtung Kroatien. Ich bin schon richtig geil drauf. Ich wäre eigentlich gerne heute noch eine große Runde gefahren. Wir haben bisher einen Wahnsinnssegen mit dem Wetter. Hin und wieder regnet es zwar, aber nicht so, dass man die Regendress anziehen müsste, sondern eher so hernieseln. Den Rest macht der Wind wieder trocken. Und ja, deshalb perfekt. Ab morgen soll es sowieso grundsolide und schön werden. Das heißt, wir haben wunderbare trockene Kilometer in Kroatien vor uns. Bis bald. Bis zum nächsten Update.